Es ist anstrengend, man kann nicht mal in den Klassenräumen trinken und das ist belastend. Da sollte man schon noch ein bisschen drauf achten, aber ich glaube, zumindest in unserem Alter sind wir dazu fähig, Abstand zu halten, dass eigentlich keine Maskenpflicht notwendig wäre bei uns. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn die Kinder da stundenlang in einem geschlossenen Raum zusammensitzen, bringt das nichts mehr. Also wenn ich mir vorstellen sollte, so ein Ding stundenlang vor der Nase zu haben, empfände ich es als nicht gut. Man darf sich mit 50 Mann treffen und Partys feiern und die Kinder sollen den ganzen Tag die Maske tragen. Den Kindern gegenüber nicht in Ordnung. Ich finde, dass doch ein bisschen viel Theater darum gemacht wird, dass die Kinder das nicht aushalten. Alte Menschen müssen das auch aushalten. Also ich denke, momentan ist es noch wichtig, aber wenn es ein bisschen weniger geworden ist, dann kann man es natürlich lockern. Ja, und über die Maskenpflicht im Unterricht spreche ich jetzt mit Manuela Ceresa. Sie spricht sich deutlich gegen diese aus und hat jetzt auch für Samstag eine Demonstration dagegen angekündigt. Guten Abend, Manuela. Wir kennen uns schon, deswegen darf ich dich duzen. Guten Abend. Guten Abend, Ronja. Ja, Manuela, du hast selber Kinder, du bist selber Mutter. Was bekommst du so von deinen Kindern mit, die zur Schule gehen? Was ist das größte Problem am Maske tragen während des Unterrichts? Also das größte Problem ist einfach stundenlanges Tragen. Ja, gerade letzte Woche auch, wo wir so eine Hitzewelle hatten, da dann 4 bis 6 Stunden und noch mehr fast durchgehend Maske zu tragen. Genau darum geht es ja auch. Das finde ich sehr unzumutbar für die Kinder. Es gibt Kinder, die haben Atemnot, denen wird schwindelig, die kriegen Kopfschmerzen. Also uns liegen schon einige Erfahrungsberichte und auch Videos von anderen Eltern vor, die das ebenfalls auch nicht gut finden. Hier hat aus unserer Sicht die Regierung geschlafen. Ja, wir warten alle auf ein besseres Konzept, ein angenehmes Konzept, vor allen Dingen für die Schüler. Und deswegen auch unsere Demo am Samstag. Genau, deswegen hast du die Demo am Samstag angekündigt und hast auch eine Petition parallel gestartet. Was versprichst du dir genau davon? Also welche Alternativen zur Maskenpflicht während des Unterrichts forderst du? Also wir fordern Abstände. Ja, mit Abständen kann man das sicherlich gut regeln, weil es steht ja in keinem Verhältnis. Wenn man essen geht im Restaurant, trägt man bis zum Platz auch die Maske, dann darf man die abnehmen. Im Fitnessstudio das Gleiche. Es wirkt ein wenig unlogisch, ja, und ich denke, viele, viele Eltern haben sich einfach eine gute Lösung erhofft, die aber verschlafen wurde. Es laufen viele Klagen gegen das Schulministerium. Wir haben Petitionen gestartet, auch noch andere Mütter. Wir haben viele Unterschriften, wie gesagt, viele Erfahrungsberichte. Wir werden hier auch nicht aufgeben. Wir möchten einfach mit Abstand arbeiten. Man könnte zum Beispiel die Eltern abfragen, wem es möglich ist, Kinder zu Hause zu behalten. Wir sprechen hier von den etwas älteren Schülern, um dann in den Schulen mehr Platz und mehr Räume gegebenenfalls zu schaffen für die Kleineren. Ja, also es ist schon wichtig, dass sie in die Schule gehen. Soziale Kontakte, wissen wir selber, brauchen die Kinder, ist ganz wichtig, aber es muss auch normaler Unterricht stattfinden und das ist kein normaler Unterricht. Ja, also wir haben hier Meldungen von Eltern, dass ihre Kinder teilweise Nasenbluten hatten, Hautausschläge, viele Kinder schlafen schlecht, haben Angstzustände mittlerweile. Ich denke mal, das wird größtenteils durch uns Erwachsene übertragen. Ja, also auch so Kinder mit Handicaps, Brillen, Hörgeräte, die sind sehr, sehr eingeschränkt. Da denkt irgendwie keiner dran. Ja, und da muss man sich schon irgendwo einsetzen. Es stehen auch viele, viele Gebäude leer. Ja, also Konferenzräume, Veranstaltungsräume. Die könnten die Schulen wahrscheinlich anmieten. Ja, und gleichzeitig auch diese Eigentümer dieser Immobilie irgendwo auch unterstützen damit. Ja, so viel zum Thema Solidarität. Das wäre wahrscheinlich auch kein Problem. Oder man arbeitet eben mit Aufstellern, Plexiglaswänden, wie auch immer. Die kosten nicht viel. Und ich finde, das sollten unsere Kinder absolut wert sein. Jetzt ist die Maskenpflicht
Entschuldigung, wenn ich einmal unterbreche. Jetzt ist die Maskenpflicht ja eine befristete Sache. Bis zum 31.08. gilt sie. Grund waren eben die Infektionszahlen, die gestiegen sind. Deswegen hat sich Yvonne Gebauer eben für die Maskenpflicht während des Unterrichts eingesetzt, oder hat sie eben beschlossen. Und Befürworter der Maskenpflicht sagen eben, ja, besser eine Schule mit Maske als gar keine Schule. Also würdest du nicht sagen, dass diese Maskenpflicht schon ein geringeres Übel wäre, das, was man eingehen sollte, damit es überhaupt in die Schule stattfinden kann? Ja, weil eben, wenn keine Schule stattfindet, ist es ja fürs Wohlbefinden und für die Bildung der Kinder ja noch schlechter. Was würdest du dazu sagen? Also erstmal, Maske ist gut, halte ich für gut. Wir sind auch überhaupt keine Maskengegner. Ich finde es gut, wenn man zur Schule fährt, Maske auf hat. Wenn man in die Schule reinkommt, muss auch eine Maske getragen werden. In den öffentlichen Räumen, sage ich jetzt mal, WC und so weiter, oder die Mensa, wie auch immer. Aber wenn man dann am Platz sitzt, muss es schon drin sein, dass die Kinder die abnehmen dürfen. Und da hätte einfach, wie gesagt, eine bessere Lösung hergemusst. Die Kinder können nichts dafür, wenn es immer noch viele Menschen gibt, die ihre privaten Feiern ausleben und nicht damit zurechtkommen, dass sie nicht feiern dürfen. Am Ende leiden die Kinder darunter. Und ich finde es, wie gesagt, Maske ist gut. Nur es denkt auch irgendwie keiner daran, dass man die regelmäßig austauschen muss. Ja, dann kriegen wir Kommentare, ja, aber Ärzte tragen auch stundenlang eine Maske, das stimmt nicht. Es gibt einige Ärzte, die das widerlegen, die sagen, nach 20 bis 30 Minuten müssen wir die Maske im OP tauschen und entsorgen. Und wir sprechen auch möglichst wenig, ja, damit die Maske eben auch nicht feucht wird, wie auch immer, weil wenn sie feucht wird, hat sie keine Wirkung mehr, laut Ärzten. Und darum geht es, da sammeln sich Pilze, Bakterien. Ja, die Kinder haben so das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, einige, gerade vorerkrankte Kinder auch. Und die Mimik spielt ja auch eine Rolle. Man sieht das Gesicht nicht mehr. Das ist einfach negativ für die Kinder. Ja. Und ich denke, wie gesagt, dass man das mit Abstand, wir haben uns hier viele Informationen auch oder Alternativen auch rausgesucht. Wie gesagt, Homeschooling hat ja bei dem einen oder anderen sehr gut geklappt. Wie gesagt, ich muss die Eltern auch in Schutz nehmen. Ja, es gibt Eltern, die arbeiten, die kriegen das nicht geregelt. Deswegen muss auch aus meiner Sicht die Schule abfragen, bei wem ist es möglich, bei wem nicht. Ja, es muss noch mehr Angebote geben für das Lernen zu Hause. Wie gesagt, kleinere Gruppen, Blockunterricht, Teilzeitunterricht. Davon abgesehen finde ich, bei so einer Verordnung muss den Schulen dann auch Masken zur Verfügung gestellt werden. Jetzt sind auch hier die Meinungen ein bisschen geteilt. Es gibt wohl Masken an den Schulen für Notfälle. Aber ich spreche nicht von Notfällen, ich spreche von einem Grundsatz. Ja, also das Land oder das Schulministerium muss dann eben Masken zur Verfügung stellen, weil wenn nicht jedes Kind sich jeden Tag oder die Maske jeden Tag gereinigt wird oder sehr regelmäßig, es ist auch ein Kostenfaktor für viele Eltern. Ja, das sind dann, weiß ich nicht, in 6 Stunden braucht man 3 Masken, wie auch immer, diese Einwegmasken, wenn nicht sogar noch mehr. Das können Eltern nicht immer stemmen vom finanziellen Faktor. Und alleine deswegen ist es schon wichtig, dass denen das dann wenigstens zur Verfügung gestellt wird. Und das finde ich auch richtig. Ja, es gibt auch Schulen, die haben virtuelle Klassenzimmer. Also ich glaube, es gibt genügend Möglichkeiten. Aber man muss dann auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ja, und ein bisschen daran arbeiten und nicht 3 Tage, bevor die Schule anfängt, nach den Sommerferien, wir haben noch gar keine Lösung für die Schulen. Okay, dann machen wir Maske für alle. So kam das bei ganz vielen rüber. Und wie gesagt, ich finde das eine Zumutung für die Kinder. Ich finde das nicht in Ordnung. Und da hat das Schulministerium geschlafen. Und deswegen demonstrierst du jetzt am Samstag. Ja, wir müssen abwarten, was die Landesregierung diese Woche bespricht, wie oder ob es mit der Maskenpflicht im Unterricht weitergeht. Ich bedanke mich an dieser Stelle für deine Zeit, Manuela. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank, Ronja. Tschüss.